Wir stecken mitten im zweiten Lockdown und das heißt, es gibt auch wieder viele neue Regelungen an der FAU. Mir kamen da gleich total viele Fragen in den Sinn, rund um Prüfungen, BIP-Öffnungszeiten oder wichtige Termine. Und deswegen haben wir das nochmal alles für euch zusammengefasst. Erstmal zu den Prüfungen. Bis zum 10. Januar finden keine Präsenzprüfungen statt. Wie das bei den mündlichen Prüfungen ist, das müsst ihr mit euren Prüfenden absprechen. Alle Infos findet ihr nochmal auf der Seite vom Prüfungsamt. Präsenzlehrveranstaltungen werden natürlich in die digitale Welt verschoben. Aber wie sieht das mit Lehrveranstaltungen im Sport oder im Labor aus? Die dürfen weiterhin nämlich stattfinden unter den entsprechenden Hygieneregeln. Jetzt zu euren Abgabefristen. Wer im Zeitraum vom 16. Dezember bis zum 10. Januar eine Arbeit abgeben muss, bekommt automatisch 28 Tage mehr Zeit. Ihr müsst dafür auch keinen Antrag stellen. Und wer jetzt gerade an seinen Abschlussarbeiten sitzt und erst nach dem 10. Januar abgeben muss, ist auch kein Problem. Ihr bekommt automatisch 28 Tage mehr Zeit, auch wenn dann die Abgabefrist ins neue Semester rückt. Weihnachten schließt die FAU ja immer ihre Türen und Einrichtungen wie das Prüfungsamt sind bis zum 6. Januar geschlossen. Aber wie sieht das mit der Bibliothek aus, auch im Hinblick auf Corona? Das waren jetzt ganz schön viele komplizierte Informationen, aber ich hoffe, wir konnten euch ein bisschen weiterhelfen. Alle Infos findet ihr auch nochmal im Link und ihr bekommt es auch immer per E-Mail, da könnt ihr es auch einfach nachlesen. Und wir sehen uns auch im nächsten Jahr wieder. Ich wünsche euch erholsame Feiertage und einen guten Rutsch in das neue Jahr. Bleibt gesund!